meine Küche. So, willkommen in meiner Küche. Ich habe für meine Tochter zu 8. Geburtstag eine Soy-Luna-Torte gemacht. Und was ich euch nicht gezeigt habe, wie ich das Kuchen schon vorbereitet habe, aber ich habe schon oft diese Kuchen gemacht, das ist eine saftige, schokoladige Kuchen. Diesmal habe ich sie, also das ganze Teig habe ich in eine 26er Form gebacken. Auf einmal, dann habe ich die zweimal durchgeschnitten und als Creme habe ich weiße Ganache genommen, also ja, weiße Ganache und oben rundherum Schokoganache. Wie ihr das alles machen könnt, habe ich euch schon gezeigt. Link gebe ich euch unten in Infobox zu diesen Filmen. Ach, keine Ahnung. Was noch? Aber da könnt ihr egal welche Kuchen nehmen, eure Lieblingskuchen oder ja, wie ihr das möchtet. Meine Tochter und meine Kinder und ich auch, wir mögen sehr diese Kuchen, das schmeckt mir sehr lecker. Deswegen habe ich das gemacht. Und das habe ich schon einen Tag vorher gemacht und den Kuchen im Kühlschrank aufbewahrt. Und am nächsten Tag mache ich mir hier mit dem Fondant. Verkleiden und da habe ich ungefähr 400 Gramm gelbe Fondant mir ausgerollt. Da kommt sowieso ja noch ein bisschen weg, wenn man so abschneidet, aber 400 Gramm muss ich da schon ja, haben. Da habe ich mir glatt ausgerollt, 2,5 mm dick und jetzt habe ich das auf das Kuchen gegeben und werde ich das jetzt glatt streichen mit einem, wie heißt diese Dings da? Diese weiße mit Fondantglätter, ja, oben ein bisschen, dann seitlich die Seiten und dann mit dem Tortenmesser, nicht Torten, mit Pizzamesser die Seiten abschneiden. Es geht am besten mit so einem Pizzamesser. Das Rand unten habe ich mir glücklicherweise so akkurat gerade abgeschnitten. Deswegen werde ich da jetzt nichts unten Schleife verstecken oder irgendwas. Bordüre lasse ich einfach so eine Stelle, weil da ein bisschen schief, so wie hier, aber das mache ich, da kann man nach hinten stecken. Ich bin ja sowieso keine Profi, ich lerne nach. Nur ja, ich mache nur zu Hause für Kinder. Gelegentlich mache ich so. Okay, die Rand, da habe ich mir ein bisschen abgerundet, wollte ich keine spitzige haben, das ich sowieso nicht hinbekommen. Ja, vielleicht schon, aber jetzt nicht. Okay, da habe ich jetzt Oblaten von Soy Luna. Die lilane Rand werde ich mir abschneiden. Der ist so 20 cm Durchmesser. Die habe ich im Internet gekauft. Ich kaufe immer in eBay, weil da bin ich angemeldet. Andere Seiten bin ich nicht angemeldet. Es gibt viele Seiten, wo man solche Oblaten kaufen kann. Die ist natürlich essbar. Ja, und da habe ich mir das lilane Rand abgeschnitten und jetzt da habe ich versucht, ja, noch überlegt, wie ich das platzieren soll, entweder so mittig oder ein bisschen nach oben. Wenn ihr noch ein bisschen so ob nach oben kleben würde, dann könnt ihr da unten die Namen schreiben von Kind. Ich habe das mittig gemacht, mit dem Zahnstocher habe ich ein bisschen da gezeichnet, bisschen Löcher gemacht, wo ich das Kleber verstreichen soll. Da hatte ich Zuckerkleber. Die ist gemacht aus Wasser und Cookie Dent. Ich muss da ein Video dazu drehen, unbedingt. Den Kleber dünn anstreichen, nicht zu dick, nur dünn anstreichen und dann die Oblaten kleben. Da habe ich jetzt bisschen rote Fondant und habe ich mir noch ein bisschen vier Farben habe ich mir da angefärbt, lila, blau und blau hätte ich gekauft gehabt und so eine ja, rosane. Und aus diesen vier Farben werde ich mir Sterne ausstechen. Ich hatte hier so eine kleine Sternchenform und da sind die meine Sternchen und die werde ich jetzt erstmal so ja, sag mal, trocken platzieren. Und wenn ich schon zufrieden bin, da werde ich die drauf kleben.
Und dann habe ich noch ein bisschen seitlich gemacht, so 4 Sterne, ein bisschen Abstand, wieder 4 Sterne geklebt. Und da ist mir ein paar Sterne übrig geblieben. Davon werde ich die Name machen. Ja, da habe ich mir hier, wie ihr sehen könnt, die kommen so 2 zusammen, sodass die dick sind, dass die halten, weil dazwischen kommen ja Zahnstocher. Könnt ihr so dick ausrollen und dann die Zahnstocher reinstecken. Aber da muss ich dann länger warten, bis es ausgetrocknet ist. Ja, da ich keine Buchstabenausstecher habe, habe ich mir so aus weißem Fondant so einen langen, dünnen Strang ausgerollt. Und da werde ich jetzt die Buchstaben formieren und auf die Sterne platzieren. Platzieren, ja, kleben. So sehen meine Buchstaben aus. Jetzt werde ich die Sterne zusammenkleben und die Zahnstocher dazwischen geben. Und so lege ich jetzt, wenn ich damit fertig bin, lege ich jetzt das auf einem Brett erstmal. Und bis die ein bisschen austrocknen, bis der Kleber wirken kann. Und da habe ich ein bisschen weiße Fondant ausgerollt. Ich hatte so ein geprägte Nudelholz oder Holz. Das ist keine Nudelholz, so eine Rolle. Da habe ich mir ein bisschen das Weiße geprägt mit Herzchen und da werde ich größere Herzchen ausstechen und da kommt das Zahl drauf. Okay, da sind die Sachen, die Buchstaben. Da im Gläschen habe ich silberne Glitzerpulver und die werde ich jetzt ja, bepudern, die 8 und die Buchstaben. Ja, so dass die ein bisschen ja, glitzern. Ja. Hier auf die Foto, im Film sieht man nicht so, aber die haben so schön geglitzert. Ja, so leichte Glitzer hatten die gehabt. Dann habe ich mir auch die ganze Torte mit dem glitzernden Puder bestrichen, bepudert die Haare ein bisschen. Ja, auf Oblatten hält das nicht so. Naja, aber egal. Okay, dann klebe ich mir jetzt das Herz und die Buchstaben habe ich auf ein Brett gegeben und so ungefähr 24 Stunden trocknen lassen. Und später, als nächster Tag, habe ich die Buchstaben auf die Torte
platziert. Und ja, so sieht meine Torte aus. Ich habe die im Kühlschrank gehalten, ganz normal, da ist nichts passiert. Und ja, meine Tochter war zufrieden, Torte war sehr lecker, ich bin auch zufrieden. Es ist schlicht, es ist nicht schwer zu nachmachen und sieht sehr schön aus. Okay, ich hoffe, das Filmvideo hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!